Es gibt einen langen Hadith, den werde ich jetzt nicht hier verlesen. In Buhari kommt er wieder vor, dass unser Prophet sagt: Allah hat Engel, die die Straßen entlang reisen. Die laufen nur auf den Straßen entlang und nach Menschen suchen, die Allahs gedenken, die Zikr machen. Sie haben keine andere Aufgabe auf dieser Welt, nur auf den Straßen herumzulaufen, um Menschen zu suchen, die Zikr machen. Ja, Ders machen, Koran lesen, das Gebet verrichten, in Gemeinschaft Zikr machen. Und wenn sie Zikr machen und sie finden einen Ort, wo Zikr gemacht wird, Allah gedacht wird, dann rufen sie einander und sagen: Kommt, wir haben einen Ort gefunden auf dieser Welt, den musst du ja suchen. Und sie schlagen ihre Flügel über diesen Ort. Und sie schlagen und schlagen diese Flügel über diesen Ort, sodass er bis zum Himmel reicht, sagt unser Prophet. Und dann kommt die Verzeihung Allahs herunter. Allah wird sie, die Leute, die Zikr machen, die Allah gedenken, verzeihen. Jedoch, in dem Hadith kommt ja eine sehr interessante Sache vor. Allah sagt: Ich verzeihe sie alle. Daraufhin werden die Engel sagen: Ja, Rab, tamam, du hast sie alle verziehen, aber unter diesen 10 Leuten ist einer, der gehört nicht zu denen. Der saß nur so mit dabei. Und so sagt Allah: Sie waren alle bei der Versammlung und einer von ihnen wird nicht dabei ausgeschlossen werden. Das heißt, auch wenn du ein unkorrekter Mensch bist, aber bist in dieser Versammlung dabei, wird Allah subhanahu wa ta'ala dich mit diesen Menschen zusammen mitverzeihen. Das sehen wir wo? Bei Ashabi Kef. Auch wenn du nur ein Hund bist, aber du bist mit Ashabi Kef zusammen, dann wirst du mit diesem, wie dieser Hund, zusammen ins Paradies gehen. Der Hund von Ashabi Kef hat die Garantie, ins Paradies zu kommen, weil er mit den ehrenwürdigen Leuten zusammen war. Wir haben nicht mal die Gewissheit wie der Hund von Ashabi Kef, Qitmir. Warum? Weil er mit den Wahrhaftigen zusammen war. Wakunu Ma'as-Sadiqin, sagt Allah. Seid mit den Wahrhaftigen zusammen. Wenn ihr mit den Wahrhaftigen zusammen seid, gehört ihr zu den Wahrhaftigen. So wie der Hund von Ashabi Kef und so wie diese eine Person, die sich einfach mit diesen Leuten, die Allah Zikr gemacht haben, mit zusammen, genau, was gemacht hat, an einem Ort zusammen befunden hat.